Hallo, willkommen bei meinem Kakteenblüten-Video Nummer 6. Es wird wohl vor den Herbstblühen das letzte sein, sonst gibt es ja bloß dauernd Wiederholungen. Und ganz so viele Kakteen habe ich nun auch nicht mehr. Diese Camarcereus Hybride blüht das zweite Mal wie wild. Ist einfach schön. Die Coryphantha hat sich entschlossen, auch mal eine Blüte zu bringen. Ebenso der Echinocereus pectinatus, Varietät Rubis Venus, nur eine Blüte dieses Jahr. Der Bolivicereus sammaipatanus im Beet, der blüht wie wild den ganzen Sommer über. Und die Ameisen sind ganz gierig danach. Ich weiß nicht warum. Wogegen für den Kleistokaktus interessieren sie sich überhaupt nicht. Die Echinopsen schieben auch im Sommer immer wieder schöne Blüten. Auch sehr große, wie hier die Echinopsis mamillosa. Die Schwebfliegen kommen, naschen am Pollen und wieder weg. Die Hummeln dagegen tauchen tief in den Kelch nach dem Nektar. Und da wird dann geschlemmt, bis nichts mehr reingeht. Sozusagen voll. Aber wie komme ich hier wieder raus? In der Kneipe einen gezwitschert und dann Probleme mit der Ausgangstür. Wenn man zu tief in den Kelch geschaut hat, soll das ja nicht nur bei Hummeln vorkommen, dass es Schwierigkeiten gibt, die Tür zu finden. Na, geht doch. Echinopsis aurea zeigt ein für Echinopsen ziemlich ungewöhnliches Gelb. Und die Echinopsis potosina hat einen schönen zweiten Blütenschub eingelegt. Die hängende, haarige Hildewintera cola demonensis. Dieser etwas seltsame lateinische Name kommt daher, dass die Einheimischen dort diese Pflanze Affenschwanz nannten. Auf Spanisch cola demono. Aber schön blüht sie. Und noch eine Hildewintera, allerdings eine aufrecht wachsende Hybride. Mamillaria alamensis, 2005 ausgesät, seitdem langsam vor sich hingewachsen. Dieses Jahr erstmals mehrere Blüten. Dieser schöne rote Notokaktus blüht zum zweiten Mal wie wild. Genauso wie der Notokaktus leninghausi. Die winterharten Opuntien locken kaum Honigbienen und Hummeln an, sondern meist nur irgendwelches Kleinzeug. Nach dem Blütenschwall im Juni bringen die im Gewächshaus frei ausgepflanzten Trichocereen immer wieder einzelne Blüten. Mal erscheinen die roten Riesenblüten. Manchmal blühen auch die kleineren Weißen, aber auch die sind ja noch schick. Und manchmal öffnen sich auch zwei Blüten in verschiedenen Rottönen nebeneinander. Astrophytum senile blüht dagegen eher mickrig, aber man kann ja nicht alles haben. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis demnächst bei den Herbstblühern.